She came from the woods. Den Horrorfilm. Ich meine, so starbe, neue Film. Da sehen wir Florine, da durchguckt haben, was können wir auch gucken. Wer die Wahl hat, die teilt die Qual. Und dann kommt, ziehen wir uns den Horrorfilm rein und das haben wir gemacht. Spoiler-Alarm an der Stelle. Ja. Natürlich geben wir, um Atmosphäre aufzufangen, immer viel Mühe. Ja. Horror! Yeah. Hier kommt der Liefunk! Ja! Der Mann der Dunkelheit! Der Movie Commander! Der Mann der Nacht! Der Dämon der Movies! Der Mann von der dunklen Seite, der Hüter des Todes, Schrecken und Herrschaft, Zerstörung und Dunkelheit. Das ist Liefunk. Sein oder nicht sein, das ist ja keine Frage. Yeah. Wollen wir anfangen mit dem Film, Spoiler-Alarm geht raus und ja, ich sehe heute aus wie der klassische Veganer und irgendwie nervt mir eine Maske, aber gibt mir halt Mühe, um Stimmung aufzubauen. Ja, also für längere Kostümdenken wäre jetzt die Maske nichts, weil ich tue mir jetzt schwer, kann ja nicht aus den Augen rausgucken und ich fühle mich in der Maske nicht wohl, also für längere Kostümparty wäre die Maske echt nichts. Überlegt man gerade schon, um die Maske wieder auszuziehen. Ja, das mache ich ja jetzt. Weil man soll das auch gut erklären können, filmen und nicht behindert werden durch die Maske. Ja. Ja, also wir haben den Film gestern angeguckt. Und wie schon gesagt, der Film, Spoiler-Alarm gerade raus, der wandelt zwischen Grandiosität und gute Movie, Horror-Movie zwischen Verzweifelte, man will das gruselig sein und Schrott, also zwischen Grandiosität und Schrott wechselt das. Es wird jetzt auch schwer, dem Herzchen zu geben oder kein Herzchen zu geben, weil das ist, wenn alles eindeutig schlecht ist oder eindeutig sehr gut ist, dann kannst du, ob du Herzchen gibst oder nicht Herzchen gibst, du kannst das eindeutig kristallisieren. Ja, aber das kannst du auch mit dem Film nicht. Fängt ganz harmlos an, wie halt so ein Horrorfilm anfängt. Ja. Oft sind es ja so Teenage-Party, wo du denkst, wann passiert da was, bis was passiert, dann denkst du, oh, wenn noch bloß nichts passiert. Horrorfilm soll ja gruselig sein, soll man erschüttern. Also der Film hat ja das so systematisch gut aufgebaut, da geht es um so Waldcamp, also ich glaube, der Titel muss ich ablesen. She came from the woods, uncut, ja. Ich bin eigentlich Fan von Uncut, aber da hätte man gesehen oder alle Zähne geschnitten worden gehört, aber gut. Das baut sich so allmählich auf, denn so ein Waldcamp für Kinder, wo dann Jugendliche quasi die Erzieher sind und die Aufsichtsberechtigte. Und da hat es eine Vorgeschichte gegeben, so eine gruselige Vorgeschichte von in Amerika von 1945 mit einer gruseligen Erzieherin, die quasi wenn Kinder krank geworden sind, sie nicht pflegt, sondern sie krank gemacht hat und dass sie so das Böse an sich war und dann hat man sie besiegt und der ist immer wieder gekommen durch ein bestimmtes Ritual als Dämon und ein Mädchen ist gerade so auch dann viel später dann auch mit Schrecken gekommen, da hat man sie wieder besiegen müssen und jetzt denkt halt der Haupt einer von den Hauptfiguren, ja, dass das nur machen wäre, dass, um die Kinder ein bisschen Campgrusel beizubringen, dass sie nicht in ihre Hütte bleiben und nicht draußen im Wald rumspringen in der Nacht. Einfach nur so ein bisschen Entertainment. Und der will eigentlich das Ritual durchführen als Entertainment unter die Erziehung.
Während dann der größere Bruder gesagt hat, mach das bloß nicht, ich warne dich. Du weißt nicht, was du mit den Fesseln kannst. Und schon ein guter Film. Und, aber der Freitag der 13. kommt er nicht nach, muss ich sagen. Den Freitag der 13. habe ich bei Netflix angeguckt. Ja, ich sammle Filme und gucke Netflix an, weil ich will mich, man kann ja Beute sein und ich glaube nicht, dass die Streamingsdienste zerstören, die bereichert euch noch was dazu. Man kann Kino gehen, man kann Filme sammeln, man kann Streamingdienste haben und ich finde es berechtigt. Also in meinen Augen, muss jeder für sich wissen. Ich bin Netflix-Fan und gucke mir gerade auch in One Piece an, die Spielfilmserie mit Menschen, aber wir werden zurück zum Handeln kommen. Da sind ein paar Charaktere, so der Bruder, der so im Mähleiber steht, der kindische, junge Bruder, der ein bisschen so veralbert und die Kinder, Kiddies verspielt auf den Arm nimmt. Ja, da hast du auch so ein schwuler Typ, der quasi so gut befreundet ist mit der Frau im Camp und eigentlich so der Softe ist. Dann hast du quasi auch den Asozialer, der Typ, der da rumläuft und immer blöde Sprüche hat und leid sexuell belästigt und so, leid, also die Weiber und so, also die Männer dumme Sprüche hat, auch den Schwuler immer so, schon diskriminiert, muss ich sagen, also ein Assi halt und immer an seinem eigenen Fun denkt und so. Und da hast du halt die Frau da, wo da rumspringt. Und die Kinder, manche müssen vom Camp wieder zu Hause fahren. Manche sind noch geblieben. Und dann haben sie das Ritual durchgezogen. Und da passiert halt ganz komische Sache, dass der Dämon erstmal bestimmte Personen dann Zugriff hat. So ein Typ, der abgewiesen wurde, ist ein Schüchterner, der ist dann durchgerascht, dann hat der Frau den Schädel eingeschlagen. Und der ist dann abgestochen worden, aber der Dämon hat dann auf die Person Zugriff gehabt und ist ein fingierter geschichtlicher Horrorfilm, also der Schwätze von einer guten Handlung. Und und dann baut sich der Horror auf, dann ist überall Stromdefekt und so und das Telefon explodiert, weil mit dem Strom was nicht stimmt und die Haupterziehberechtigte, die Kämpfleiterin, die verletzt sich dann am Ohr und die Türe gehen auf und ab, zu und auf und der Gruß baut sich immer mehr auf. Ja. Und die Dämonin hat ja von den Kindern muss Blut an Flaschen leiten, Beine aufgehängt und so und von anderen Leuten. Und das ist die Historie. Dann sind sie entsetzt, dass der Dämon wieder frei ist und so. Und das baut sich der Gruß ist hier auf. Hat was vom 13., Freitag der 13. und von Kinder des Zornes. Weil dann tut sie die Kinder des Zornes, die Kinder, wo noch im Camp sind, tut sie dann beeinflussen. Die müssen ein Ritual im Wald machen. Dann kriegen die scharfe Kralle und scharfe Zähne, die Kinder. Und sind total die Dämonen kommen dann richtig wieder zurück dann. Zuerst war sie ja körperlich noch gar nicht da, sondern so einfach immer, so dass sie aus dem Jenseits oder mit dem Astralkörper Leid dirigiert hat. Und jetzt machen die Kinder im Wald so ein gruseliges Ritual in der Art von zwei Erzieher. Und dann kommen die wirklich in physischer Version wieder zurück, in ihrem Körper zurück, in ihrer Horrorversion. Ich kann sozusagen ganz, ganz gut gemacht dahin. Ja, so sieht die dann aus. Und dann schickt sie die Kinder, also die Kinder machen das gegen ihren Willen, sondern die Hex der Mächt, das machen die Kinder. Dann gehen die auf den Erzieher los und zerfleischen die Erzieher und so und töten sie. Und die anderen Erzieher dann sich da in der Burghütte verstecken und so weiter. Und also ist horrormäßig gut aufgemacht. Dann haben sie einen Plan, müssen sie in den Keller locken. Zwei rennen raus, der eine versteckt sich unter der Folie. Ja.
Der andere rennt in den Keller rein, die Kinder rennen hinterher. Und da denkst du auch, ob die Kinder denn nicht unter der Folie noch entdeckt und den anzufleischen. Weiß nicht. Der kommt, Kinder sind denner, der kommt unter der Folie raus, möchte dir zu. Euer Kind ist noch draußen, Überraschung, Überraschung. Da rennt er von dem Kind weg. Ja. Obwohl es mit Krüger kommt, mit Krüger eigentlich auch gleich kaputt macht und zerstümmelt. Quasi auf einmal ohne Krüger läuft, der versteckt sich dann in einem Busch. Ist ja so der Horrorfilm, dass du eigentlich quasi mitzieht, stirbt oder überlebt und er ist schon in der Busch und das Kind findet ihn nicht mehr. So wie mit der Folie ungefähr. Und dann kommt da das Hand von dem Dämon raus, also die Hexe so. Und verschwindet er, sieht er, dass er Schritt verschwindet. Da denkst du immer, den erwischt es gleich und so. Der im Keller, der will jetzt Kellertreppe hochlaufen. Und die Kinder haben schon zerfleischt fast und hat es fast geschafft. Nur der Assi, der oben an der Kellertreppe mit den anderen wartet, kickt ihn zurück, möchte die Kellertür zu. Ja, und so Geschichte halt. Und da kommt, wenn sie auch Polizei angerufen, ein Polizist kommt raus, er fährt raus, da fällt sein Auto aus. Durch die dunkle Magie, wie schon gesagt, ist schon von einer Geschichte, soll er horrorhaft sein. Als Handy patcht an Wand. Das ist auch so ein Dämon manchmal. So, ja, und dann, ja, ich will jetzt den ganzen Film verraten. Dann kommt der Pizzabote und ja, hat da manchmal ein bisschen was Comedyhaftes und der will jetzt, bedroht sich der Pizzabote, will die Pizza nehmen, der will sein Geld und die will halt nur das Auto haben, weil es funktioniert. Und so Geschichte. Ja, dann kommt der Mann, mit dem alles begangen hat, der die Frau damals eingestellt hat, 45, in dem USA kommt im Wald und dann erzählt sie alle ihre Geschichte, was der Vorgang ist. Und der Bruder sagt, ihr habt doch gesagt, du sollst das Ritual nicht durchziehen, 16-jähriger Bruder und so weiter. Ja, der eine Assi, der nimmt den Schwuler und bindet den am Baum fest, wo die blutige Flasche rumhängt. Und ja, und das ist halt eine Szene, wo mir nicht gefällt, wo der dann in Brand gesteckt wurde. Da habe ich gesagt, oh, das ist zu brutal, das hätten wir aus dem Film rauslassen können oder wenn es ein Schneider wäre. Ja, ist so eine Szene. Das ist gerade der Film und da baut sich das halt immer weiter auf. Da kämpfen sie gegen die Hexe und so weiter. Ja, ja, also richtig Action. Wie schon gesagt, Spoilerrahmen ist raus. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen, dann schaltet ab und weil ich ein bisschen was vom Ende erzähle. Ja, heute war es zwischen Freitag, den 13. und Kinder des Zorns, weil du siehst ja, wie die Kinder da irgendwie Erzieher zerfleischen. Dann haben manchmal so Comedy-Einlage, ja, gruselig definitiv, heute was Geniales oder auf andere was schrottmäßig. Die Genre nimmt sich aber auch super selber am Schluss auf den Arm, dann haben sie die Hexe dann beim Schluss doch tötet. Und wollte die Hexe begraben, das sagt einer, ja, die Leiche von der Hexe müssen wir zerstümmeln und verteilen. Nicht, dass man den gleichen Fehler macht wie beim Freitag der 13. dem Film, dass der da erwähnt war, ich fand die, ja, haben sie sich ein bisschen selber auf den Arm genommen. Und dann ein ganz interessanter Abspann mit Computerfiguren. Also ich kann den Film empfehlen, der ist gut. Und ja, muss nicht immer 4K sein. Also ich weiß gar nicht, ob er 4K hat, alles hat in 4K gekauft. Terminator, die Erlösung, aber der Film ist nicht gelaufen und wenn es ein guter Film ist, ist egal. Und wenn es dann zur Not auf eine alte Filmrolle anguckst oder auf VHS, das Wichtigste ist die Story. Natürlich ist eine schöne Qualität gut, aber das muss nicht 4K sein. Also momentan habe ich das Gefühl, den ist 4K wichtiger als der Film selber. Du kannst auf einer DVD noch super Bildqualität haben, auf einer Blu-ray auch. Also man muss nicht immer mit dem Strom mitschwimmen. Und gut, wenn man 4K mal hat, dann kann man es kaufen. Aber was ich meist sehe, dann sind einfach Blu-rays, DVDs, Mediabook, das sind ja auch. Also, das sind doch alles geile Qualitäten. Ne? Ja. Wie schon gesagt, den Film, ja, schwer, dem mal Herz zu geben. Ich will nicht sagen, dass der schlecht war. Ich will nicht sagen, dass der schlecht war. Aber, ja. Schwierig. Man sieht das halt noch ein paar Monate durch, ein bisschen anders. Ich würde dem Film ein halbes Herz geben. Weil für ganz Herz ist er, wird mir dort doch zu viel gefuscht. Und er ist zu gut, um dem kein Herz zu geben. Also halbes Herz. Hört sich jetzt bescheuert an, aber ja. Und dann habe ich ja noch andere Filme, die ich jetzt demnächst auch gucken will. Und ja, also wie schon gesagt, ja.
In der Stadt sind wir drauf, da können wir auch mal was auf der Hülle vorlesen. Natürlich habe ich die Hülle nicht so vom Gesicht, weil das machen nur Amateure. Und man sollte auch selber so von dem Film erzählen, weil nur von der Hülle ablesen, was bringt das? Ihr könnt nicht alle die Hülle kaufen, könnt ihr selber lesen, müsst ihr den Clip nicht angucken, aber jeder hat ja andere Sichtwinkel auf den Film und erklärt es ja anders. Das möchte ja ein Filmkanal, ja besonders wenn man es aus seiner Sicht erzählt, sogar besser als Freitag der 13. Ja, sehr anders. Obwohl ich ja noch Freitag der 13. gesehen habe. Am Freitag der 13. und das ist Netflix. Netflix hat super Film. Es ist 1987. Ja, ich habe auch das Gefühl, so wie sie die Zeiterklärung gemacht haben, dass der auch dort gedreht worden ist. Weil das so cool war, hätte man auch in der Neuzeit gedreht worden können. Aber gut, ich habe auch keine Handys gesehen, glaube ich, in dem Film. Also von daher, also so wie man es halt kennt. Also ich denke schon, dass das da gedreht worden ist. Vielleicht ist auch nur die Hände von 1987 und erst irgendwann vor ein paar Jahren gedreht worden. Weiß nicht. Das Sommercamp Breibruck ist kurz davor, sein Tore zu schließen. Und das habe ich nicht mitgekriegt, dass die da kurz vor dem Bankrott sind. Und die Belegschaft feiert ihr jährliches Abschlussfest. Das habe ich mitgekriegt, dazu zählen die immer gleiche Rituale bei dem, ja, Beschwerden. Ja, das, ja, gut, das stimmt nicht so. Den haben jetzt das, den gesagt, die soll es nicht beschwören. Vor vielen Jahrzehnten haben sie es mal gemacht, war wieder Chaos und seitdem macht es nicht mehr und der Großbruder hat gesagt, er soll es nicht machen, da gibt es Probleme. Ja. Und dann haben sie es wieder gemacht, weil sie es eigentlich nicht machen sollen hätten. Also ist der Aufdruck nicht ganz wahr. Purer Spaß, ja. Hat Spaß gemacht, auch zu gucken, die meiste Zeit. Ja. Ja, halbes Herzlich, nicht mehr mal halbes Herzlich. Also da waren halt gute Szenen drin und halt auch Szenen, wo ich denke, ja, das, also das war schon gruselig, horrorhaft, aber da waren auch mal Szenen verzweifelt da, um horrorhaft und gruselig zu sein. Und also der war beides, gut und schlecht. Und also Empfehlung heute, also Spaß hat es gemacht, anzugucken und er war gut. Ja, das mit der Brennszene fand ich jetzt ein bisschen zu much, das hätte nicht sein müssen. Ja. So. Gut, ich selber auch, weil ich habe ja nicht erzählt, wie die Hexe besiegt worden ist. Und der Grusel, ja. Also wünsche euch was, liebe Freunde. Ha. Ah, rest in peace. I drink your blood, my friend.